Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Also kein neues Spiel, aber ein neues Spiel auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich präsentiere dir Infraspace. Ich habe das schon eine ganze Weile, ich habe auch schon mehrmals neu begonnen und hier und jenes. Und ich dachte mir, warum bringe ich das nicht einfach auf meinen Kanal? Also wenn ich schon am Zocken bin, dann können wir es auch gleich richtig machen. Dann nehme ich euch in meine Welt, in Infraspace. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. So, wir lassen alles auf Mittel, Schwierigkeit, bla 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 und so weiter und so fort. Brauchen wir alles nicht. Ich könnte jetzt hier auf einfach oder schwer oder mittel machen. Wir lassen auf einfach auf mittel und ich denke mal, da sind wir gut mit bedient. So, dann gehen wir mal aufs Spiel starten. Ja, der eine oder andere kennt das Spiel wahrscheinlich schon, aber ich dachte mir, warum bringe ich das nicht einfach auch, weil wir sind ja eine Community, von daher passt das schon. Möchtest du da Tutorial-Hinweise bekommen, während du das Spiel spielst? Du kannst sie auch in den Einstellungen ein-, an- und ausschalten. Nein, ich brauche das Tutorial tatsächlich nicht mehr. Ihr seht ja, wie ich das spiele. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, dann lernt ihr das jetzt kennen. Mit mir zusammen, gemeinsam. Klar, man hätte jetzt nochmal das Tutorial mit euch zusammen angehen können. Aber brauche ich nicht, weil es nervt mich nur. Später kommt sowieso irgendwann die Benachrichtigung, dass man das Tutorial erfolgreich abgeschlossen hat. Also wir bauen das nicht, wir schalten es ab. Es wird uns teilweise ja schon gesagt, was wir machen müssen. Wir bauen uns erstmal eine Straße. Und zwar ist erstmal wichtig, Schwefel ist es, glaube ich, hier. Dann Eisen, Sand, Kupfer. Hier scheint ja alles soweit zu sein. Wir ziehen mal hier eine schöne lange Straße mit 17 Beton. Und genau, ein Schwefelminer. Den setzen wir mal. Warte mal. Doch. Und jetzt müssen wir das. Mit R kann man das Ganze. Ne? Ne, mit. Mit Q und E drehen. Komme ich jetzt auf R. Ja, da bin ich schon wieder im anderen Spiel anscheinend. So. Dann machen wir erstmal zwei. Dann brauchen wir noch Sandmaschinen. Dazu nehmen wir uns aber einfach mal eine neue Straße, weil wir müssen uns sowieso hier oben hinbauen. Der hat sich da schon verbunden, das ist schön. Der snappt da oben an, dann machen wir das so. Und dann reißen wir. Warte, abreißen hier, oder? Ich will es abreißen. So, weil dann passt das ganz gut. So, denn hier ist es, wir brauchen Sand, brauchen wir. Den machen wir mal uns hier hin. Also Sand hat man ja hier überall. Dann können wir direkt an die Straße ansnappen. Mal so und so, jeweils zwei. Es ist teilweise auch noch mit Berechnung. Aber hier unten sieht man ja immer einen roten Punkt, was man als nächstes machen sollte. Betonfabrik, weil wir brauchen Beton, um Straßen so weiter zu bauen. Ich mache mal die Wege nicht allzu weit. Davon bauen wir uns mal zwei. Dann bauen wir natürlich noch Strom. Ach, die kann man sogar hier ansnappen. Oh, wie geil ist das denn? Ja, dann lass uns doch die hier ansnappen. Ah, das wusste ich tatsächlich selbst noch nicht. Ich habe die immer hier irgendwo in der Walachei gebaut. Man sieht ja 100% Effizienz, das passt. So, wenn man sie mich jetzt so baut, dann ist die Effizienz kleiner. 52. 100. Also, nicht direkt dran, sondern ein frei. 100. So. Wir bauen mal drei. Das sind Kabelverbinder. Die können wir da ruhig dazwischen setzen, dann haben die Tropfen noch 100. Es geht nur um die Drehung anscheinend. Dann bauen wir doch gleich hier mal. Wunderbar, ne? So. Was nimmt denn der da an? Okay. Machen wir mal so und so. So. Ach, der ist sogar mit drin schon. Okay. Achso, mit Rechtsklick auf der Maus, dann kann man alles
verschwinden lassen. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Genau, Baumateriallager ist immer ganz, ganz wichtig. Bauen wir mal am besten dahin. Weil dann sieht man, was man hat. Beziehungsweise man sieht es ja auch hier unten. Aktuell 60 und 6 Brauer im Moment. Wir haben 80 Stahl und 140 Beton. Das heißt, wir müssen auch Richtung Beton gehen. Aber erstmal brauchen wir eine Wohnlandschaft. Sorry, wenn ich gerade so schnell rede. Wenn es euch zu schnell geht, dann sagt es. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche mich dann dazu besser. Ich hoffe auch, dass die Bildqualität gut ist. Denn in anderen Game, bei Station, hier ist es im Moment die Bildqualität total für den Arsch. Und ich weiß nicht warum. Ich habe es noch nicht rausgefunden. So, und das ist. Nee, der soll da nicht ansnappen. Das ist doch doof. Okay, dann lassen wir das so. Gut. Wir machen erstmal 1, 2, 3, 4 Häuser. Den brauchen wir noch natürlich, damit die wohnen können, auch noch ein bisschen Luft. Machen wir noch 1, 2, 3. Ach, Strom brauchen die auch noch. Machen wir auch gleich. Und damit die Bewohner auch ankommen können, machen wir. Oh, jetzt fehlt uns Beton. Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen auf Beton warten. Aber da man ja hier so schön ansnappen kann, machen wir das Ganze mal so. So. So, dann haben wir da auch Strom. Wunderbar. Wie viel brauchen wir denn? 150 Beton. Okay. Dann lass knacken, ne? Wir haben ja hier schon ein paar Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter müssen ja auch irgendwo wohnen und deswegen gibt es halt die hier. Die produzieren jetzt hier Ozei, also Sauerstoff und Kohlenstoff. Kohlenstoff brauchen wir für Stahl und für die Forschung und so weiter. Die Forschung sehen wir hier oben. Wir können aktuell aber noch nichts forschen, weil wir unsere Forschung noch nicht gebaut haben. Könnten wir theoretisch auch schon bauen, aber ich warte noch ein bisschen. Das hat den Hintergrund, weil wir brauchen, also das brauchen wir, um das zu befüllen. Die Forschungslabor. So. Jetzt soll man ein bisschen schneller machen, das ist schön. Jetzt sind so die ersten hier am Sauerstoff. Somit können die arbeiten hier. Oh, das läuft ganz gut. Das braucht er. Zweimal Schwefel, einmal Sand, um viermal Beton zu machen. Er hat aktuell 22 Schwefel. Schwefel und 0 Sand. Das heißt, er macht zu wenig Sand hier. Obwohl gut besetzt. Das heißt, wir machen mal noch einen Sand hin. Ein Sand hin. Eine Sandmaschine. Machen wir einfach mal hin. So. Ich hoffe ja, dass jetzt in den nächsten Tagen mal ein bisschen mehr kommt. Ja. So, ich muss mal kurz einen Cut machen. Da kommt gerade ein Telefonat rein. Bis gleich. So, sorry, das war, für euch war das jetzt eine Sekunde, für mich war das jetzt ein bisschen länger, das Telefonat. Ich habe hier tatsächlich auf Stopp gemacht, damit wir das gemeinsam machen. Ja, sorry, das musste jetzt sein, ja. Gut, wir brauchen 150 Beton, um unseren Raumhafen zu bauen. Wo bauen wir den denn am besten hin? Wir können ihn auch direkt hier hinbauen, wa? Oder wollen wir mal. Wir bauen ihn mal hier hin. 150 haben wir gleich. Dann können wir mich zum Stahl übergehen. Für Stahl brauchen wir Eisen. Und, ach, Eisen und Kohlenstoff, genau. Die haben wir jetzt hier schon ein bisschen produziert.
Aber wir brauchen ja noch mehr. Ach, guck mal hier. Ist gleich fertig. Zack, da haben wir unsere 150. Dann bauen wir den hier mal eben hin. Und dann gucken wir mal. Immigranten bereit zum Einziehen. 9. Immigrationsrate hoch. Durchschnittliche Habitatsstufe 1. Benötigte Stufen 0. Lass deine Habitats aufsteigen, damit deine Stadt attraktiver für Neuankömmlinge wird. Ja, das wird es. Die ersten ziehen auch schon ein. Zack, eingezogen. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen meine Mitbewohner. Das ist wunderbar. Hier unten sieht man die Anzahl. Wir haben 30 Arbeitsplätze. Aktuell 52 Wohnungen. Dies und dies sollten wir relativ in Waage halten mit dem zusammen. Ne? Also wir haben jetzt 25 Bevölkerung, aber 30 Arbeitsplätze. Ja, es wird gleich ein bisschen mehr, sagen wir mal so. Gut, dann bauen wir mal unsere Forschung auf. Unsere Forschung bauen wir mal hier hinten auf, würde ich sagen. Da ziehen wir nochmal eine Straße raus, und zwar in diese Richtung hier. Ja, ich baue mit Absicht so ein bisschen weit auseinander, weil ihr wird es nachher sehen. Diesen Platz brauchen wir tatsächlich nachher. Wirklich. So. Davon bauen wir mal 3. Und wenn ihr jetzt seht, passt mal auf jetzt hier. Hier kommen jetzt diese Kohlenstoffe raus. Kohlenstoff, war das? Kohlenstoff, genau. Die waren jetzt alle voll, jetzt sind sie alle leer. Die gehen jetzt direkt hier rein. Hier rein. Achso, warte mal. Strom brauchen die ja auch noch. Strömchen brauchen die ja auch noch. So, dann gehen wir mal bis hier hin. Und einmal hier rüber. So, dann haben sie Strom. Und dann müssen wir auch gleich den hier bauen. Ein Forschungslabor. Den bauen wir direkt daneben. Es geht nachher immer weiter, weiter, weiter. Irgendwann haben wir eine riesengroße Stadt. Also, ich kann euch schon mal sagen, es ist sehr, sehr interessant. Irgendwann wird es so viel werden, dass man echt auch teilweise umbauen muss. Ist halt so, ne? Das ist halt so. So. Die brauchen ein bisschen länger. Aber es läuft. Dann lass die mal da hinlaufen. Dann können wir schon mal unsere Forschung hier einmal anschmeißen. Weil dann fahren die hier, die, wenn sie hier fertig sind, die direkt rein. Und wir brauchen aktuell 5 Wissenschaftspunkte. Heißen die Wissenschaftspunkte? Ressourcen, Wissenschaftspakete, so. Da ist jetzt im Moment 0, weil die produzieren. Oh, ich brauche ja noch Eisen. Ich doof Trottel. Ich brauche ja noch Eisen. Warte mal, hier war doch irgendwo Eisen da. Holen wir uns doch von hier. Dann gehen wir mal hier raus. Dann bauen wir uns mal eine Eisenmaschine hier hin. Und zwar so. Warte mal, können wir das nicht anders machen? Mir gefällt es manchmal gar nicht so. Die müssen nicht direkt drinne sein. Warte mal, das gefällt mir nicht. Man muss auch ein bisschen aufpassen mit Bauen, weil wenn man abbricht, bekommt man die Ressourcen nicht 1:1 wieder, sondern nur ein Teil. Bekommt man wieder. Ist dann immer ärgerlich, wenn man am Anfang zu wenig hat. So, dann machen wir mal hier 1, 2, 3. Oh Mann. Ach so, weil ich nichts mehr hatte. Wie viel braucht denn 10? Gut, dann machen wir das so. Das wird jetzt mich ein bisschen tricky. Dann machen wir so. So, dann reißen wir das hier wieder ab. Das sieht hier doof aus. Dann, jetzt sieht das doof aus. Nee. Machen wir es ganz anders. So. So, jetzt sieht es besser aus. So. Dann brauchen wir noch Strömchen da drüben.
Nee, warte mal, wir gehen. Ja doch. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Simi, du bist mal wieder zu schnell mit allem. Dann machen wir das halt so. Gehen hier lang. Gehen hier lang. Packen ihn hier rüber. Weil ich will mich an den da ran. So. 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 Jetzt haben die Strom. Was ist mit Ihnchen hier? Oh. Ich habe die falsche Maschine da gebaut. Ich wollte die hier bauen. So. Dann gibt es auch genug Eisen für die Jungs hier zum Arbeiten. In der Zeit hat er sich vollgesaugt mit Kohlenstoff schon. Das ist doch wunderbar. Die brauchen einfache Mahlzeit. Die Mahlzeit machen wir auch gleich. Die haben wir... Ach, die haben wir ja noch gar nicht. Die einfache Mahlzeit ist hier. Stimmt, dazu müssen wir das erste erforschen. Stimmt ja, das war ja hier die einfache Landwirtschaft hier. Die müssen wir erstmal erforschen, damit wir das hier bauen können. Jetzt bin ich schon wieder echt zu weit, zu schnell. Zu weit, zu schnell. Da kann euch wahr sein. So, wie schaut es aus hier? Ich mach mal ein bisschen schneller hier. Damit die hier auch immer ankommen. Ja, das reicht hier erstmal vollkommen aus. Später können wir das Ganze noch definieren, dass man sagt, okay, die beliefern nur die hier. Und eine andere Mine beliefert dann nur die. Also ihr wisst schon, was ich meine. Weil im Moment, wenn ich jetzt noch was anderes baue und die brauchen Eisen, dann holt er sich das auch von hier. Ist ja natürlich ein bisschen blöd. Macht keinen Sinn. Und dann gehen die ersten rein. Müsste hier, zack, boom. Sieht man ja den Schritt 40% schon. Zack. Und immer rein in. Da rein. So. Hurra! Wir haben Landwirtschaft freigeschaltet und können jetzt bauen. Einfache Farmen. Dies benötigen wir tatsächlich. Oh, das habe ich ja schon offen gehabt. Das benötigen wir tatsächlich für unsere Bewohner, damit die auch Essen haben. Das machen wir mal hier oben hin. Nicht genug Arbeiter. Das heißt, wir haben 52 Bevölkerung, weil wir nur 52 Wohnungen haben. Und wir haben 74 Arbeitsplätze. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen Wohnraum schaffen. Hier passen aktuell 8 rein. Das heißt, 60... 60, 68... Ich belasse das mal jetzt so. Dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Weil, wenn die sich vergrößern, dann können wir ja auch mehr Wohnraum, ne? Das, so, dieses... Okay, das ist neu. Ich wollte gerade sagen, dass dieses Fenster, was hier oben gerade war, nicht von alleine verschwindet. Jetzt ist es doch von alleine verschwunden. Auch wieder was gelernt. Kam anscheinend mit dem letzten Update oder in den letzten paar Updates, die da so gab. Das ganze Spiel ist übrigens noch Early Access. Da kommt noch einiges noch dazu, ne? Also, naja. Gut, dann haben wir das auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Infrasprays. Dann sehen wir hier auch, wie sich alles so weiterentwickelt. Dann kommt die Stahlproduktion. Wir machen die Forschung weiter. Und. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Semigamer. Ich bin für heute raus. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Das Ganze ist kostenlos. Und aktiviere natürlich die Glocke, falls du kein weiteres Video mehr verpassen willst. Also bis dahin, ich bin raus. Euer Semigamer. Ciao, ciao.